Ja, ich bin Dennis Hochgräbe, bin hier Tierpfleger für die Tiger- und Amurleoparden, wo wir jetzt auch vorstehen, also bei den Amurleoparden. Und hier auf der Anlage befindet sich gerade unser 17-jähriger Kater Xembalo. Der Amurleopard, der kommt, wie der Name schon verrät, aus dem Amur-Gebiet, da wo der Amurfluss quasi lang fließt. Das ist in Sibirien, aber auch bis China. Das ist so sein Verbreitungsgebiet. Leben dann auch auf Bäumen und können sich sehr gut tarnen im Wald durch ihre Fleckmuster. Jetzt speziell beim Amurleoparden, da gibt es in freier Wildbahn laut neuesten Zählungen ungefähr 100 bis 120 Tiere und von daher sind sie stark bedroht. Und die Zahlen haben sich jetzt schon so ein bisschen wieder erholt, denn da gab es mal ursprünglich nur noch um die 30 Tiere in freier Wildbahn. Auch beim Amurleoparden gibt es ein Zuchtbuch und wir haben jetzt aktuell auch noch ein Jungtier aus dem letzten Jahr, aus dem September, das ist die kleine Manju. Was natürlich was Besonderes ist, weil es das einzige Amurleoparden-Jungtier vom letzten Jahr ist, was geboren wurde. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf. Und das ist aber auch ja, bedeutend dafür, wie es mit den Amurleoparden vom Bestand her aussieht. Nämlich eher ja, schlecht als recht. Wie bei fast allen Tieren ist die Bedrohung zustande gekommen durch die Lebensraumzerstörung. Das heißt, viel Waldfläche wird abgeholzt, deren Futter quasi hat dann auch weniger Lebensraum, gibt es auch nur noch bedingt und dadurch finden die Tiere dann auch weniger Nahrung und das ist quasi wie so ein ja, Rattenschwanz, der sich dann dort durchzieht und dadurch gibt es dann halt immer weniger Tiere und irgendwann gehen sie dann halt auch an Nutzvieh ran und die Nutzviehhalter sind natürlich nicht davon begeistert, dass der Amurleopard dann da sich Rinder jagt und es werden Fallen gestellt, wo sie reintapsen oder werden halt auch mal ganz schnell erschossen. Ja, also der Zoo arbeitet ja zum Beispiel mit dem WWF zusammen. Da haben wir ein Projekt, wo man dann vor Ort quasi die Tiere schützt, indem man den Leuten dann vor Ort natürlich auch eine gewisse Arbeit gibt, die bezahlt wird, damit sie dann nicht mehr die Tiere jagen müssen, um sich irgendwie finanzieren zu können. Das ist das sogenannte Team Leopard. Und da kann jeder Besucher eine sogenannte Patenschaft übernehmen für einen kleinen Betrag im Monat. Und der WWF kümmert sich dann vor Ort, dass, sage ich mal, Ranger ausgebildet werden, die dann quasi auf die Tiere in der Natur aufpassen, auch Fallen entschärfen und vor allem auch Aufklärungsarbeit vor Ort leisten, um die Tiere dann zu schützen. Also für die Leoparden kann man eigentlich nur eins tun und das ist auf seinen Alltagskonsum ein bisschen achten. Nicht unbedingt jedes Jahr sich einen neuen Kleiderschrank oder ein neues Bett kauft. Papierverschwendung ein bisschen reduzieren und so weiter und so fort. Also diese ganzen Ressourcen ein bisschen mehr darauf achten, damit halt auch nicht ja, unnötig Holz abgeholzt wird, weil das ist dann natürlich auch wieder eine Lebensraumzerstörung.